Herr Franken, das Buch Bericht aus der Zukunft, das Sie im Auftrag der Heinrich-Böll-Stiftung verfasst haben, versammelt Vorzeigeprojekte, die beweisen, dass ein nachhaltigeres Leben und Wirtschaften möglich ist. Nun, es gibt zurzeit einige interessante Bücher über grünes Wirtschaften. Was unterscheidet Ihr Buch von den anderen? Das Buch ist konkret. Wir gucken uns vier Bereiche wirklich vor Ort an. Das sind die Veränderungen in der Energiewirtschaft, die wir im Moment erleben, Mobilität, Städte und Wirtschaft, und suchen da die Dinge raus, die im Moment die größten Veränderungen unterlaufen. Viele Menschen haben aber Angst vor Veränderungen, und außerdem handeln sie als Verbraucher oft auch ganz anders als politisch Denkende. Wie wollen Sie das lösen? Die Angst ist riesig und wird sicherlich dadurch mitbefeuert, dass unter dieser veränderten Zukunft man sich ein ganz anderes Leben vorstellt, in dem vieles nicht mehr möglich ist, was wir heute machen. Wenn man sich die Veränderungen im Moment konkret aber anschaut, dann kann man schon zu dem Schluss kommen, dass es so anders nicht sein wird. Was macht Sie da so optimistisch? Optimistisch machen mich da wirklich die Beispiele des Gelingens, die wir besucht haben, die man heute aufzeigen kann. Beispiel Carsharing, das boomt im Moment unwahrscheinlich. Gerade junge Leute greifen darauf ganz selbstverständlich zu. Das ist für die ältere Generation nicht denkbar gewesen. Und das ist in keiner Weise mit einem Wohlstandsverlust verbunden. Im Gegenteil, man hat eine höhere Mobilität tatsächlich. Man muss sich über die ganzen laufenden Fragen, die mit so einem Auto zusammenhängen, keine Gedanken machen. Und wir entlasten damit nicht nur unsere Städte von der Blechlawine, die da draußen rumrollt, sondern wir sparen auch enorm ein an Energie und Ressourcen. Harald Welzer sagt ja, es sei Unsinn, dass die Menschen in der dritten Welt so werden wollen wie wir. Ist Suffizienz, also Genügsamkeit, nicht dann der Pfad der Zukunft? Das ist sicher richtig, dass wir natürlich nach Glück streben und dieses Glücksstreben oft mit mehr haben, also mit Wirtschaftswachstum und materiellem Wohlstand verwechselt wird. Aber man darf auch nicht aus den Augen verlieren, dass die Menschen in China, Indien, in Südamerika, in Russland das, was wir hier vorleben, natürlich als enorm erstrebenswert betrachten. Und der Weg von dem Lebensniveau dort unten zu dem Lebensniveau hierhin, den werden wir ihnen sicherlich nicht ausreden können, indem wir ihnen sagen, man kommt auch mit weniger aus. Das ist nicht für die Menschen dort überhaupt nicht überzeugend. Sie sagen, der Wandel, also die große Transformation, sei schon heute machbar. Wer oder was bremst uns dann noch? Wir haben die Mittel, diesen Wandel hinzubekommen auf allen Ebenen, und niemand muss davor Angst haben. Wir haben aber unter den 20 größten Konzernen der Welt sind 18 Konzerne, die selber Bodenschätze besitzen, seien es jetzt mineralische oder Ölbodenschätze. Da stehen viele, viele Dutzende, hunderte Milliarden an Werten dieser Firma, stehen einfach auf dem Spiel. Und diese ganze Energietechnik, die will natürlich diesen Wandel weg von diesen Rohstoffen bremsen. Und da gibt es eine ungeheure wirtschaftliche und politische Macht, die da auf die Bremse tritt. Und das ist ein ganz wichtiger Grund darauf, warum wir noch nicht weiter sind. Welche politischen Anreize fehlen also, damit die grüne Transformation forciert werden kann? Das sind die Anreize, über die heute auf allen Ebenen gesprochen wird. Vom Emissionshandel über effizientere Techniken im Bau, Anreize für, schon erwähnt habe, Carsharing, Radmobilität in den Städten, öffentliche Verkehrssysteme, alle diese vielen, vielen, vielen kleinen Baustellen, da gibt es nichts wahnsinnig Neues zu erfinden. Können all diese Bemühungen im Kleinen überhaupt ausreichen, um den Klimawandel zu stoppen? Ja, wir brauchen immer das eine und das andere. Der Einzelne in seinem Engagement, sei es in Gruppen oder sei es in seinem Alltagsengagement, dass er versucht, weniger zu verbrauchen, sich anders zu verhalten, der wird dann nie zu einem Ziel kommen. Wir brauchen das Bewusstsein, was hinter diesem Engagement steckt, das muss sich dann auch politisch artikulieren. Das heißt, wir brauchen auf der einen Seite die politischen Parteien, die diesen Wandel über Gesetze und Vorschriften voranbringen, und auf der anderen Seite die Akzeptanz und das Mitmachen der Menschen vor Ort.
Jürgen Randers vom Club of Rome glaubt, dass nur ein autoritäres Regime wie das chinesische die notwendigen Veränderungen voranbringen kann. Wie stehen Sie dazu? Das finde ich grotesk. Also wir sehen sowohl historisch in Russland, China, in den ganzen großen autoritären Ländern, dass Umweltschutz bei denen überhaupt nicht besser vorankommt. Und wir sehen auch heute in China besonders, dass das Regime dort Angst hat, das Wachstum zu bremsen, mehr für Umweltschutz zu tun, teurere Energietechniken einzusetzen, weil sie Angst davor haben, dass das von der Bevölkerung nicht akzeptiert wird. Das heißt, die historische Erfahrung ist doch die, dass Umweltschutz immer von unten kommt und nicht von oben. Und wenn man, wie Randers glaubt, dass das von oben verordnet werden könnte, dann hat man die Natur dieser Bewegung nicht verstanden und man unterschätzt auch die Zwänge, unter denen autoritäre Regime zumindest glauben zu stehen. Glauben Sie also, man sollte Lust auf Veränderung machen? Ich glaube tatsächlich, wir erleben im Moment eine große industrielle Revolution hin zur Nachhaltigkeit. Und man braucht keine Angst vor dieser Zukunft zu haben, sondern unser Leben wird sich nicht grundlegend verändern. Und es gibt viele Bereiche, wenn ich jetzt nochmal das Carsharing erwähne, in denen mit diesem neuen Denken auch tatsächlich dann eher ein höherer Komfort einhergeht.